Hallo ihr Schlümpfi! Dass eine E-Lok mit Strom fährt, das wissen vielleicht schon die meisten. Und dass sie auch meistens zwei Stromabnehmer hat, das wissen auch viele. Manche haben sogar vier. Heute soll es mal nur um den Stromabnehmer wechseln gehen. Es gibt hier einen Schalter, der den Stromabnehmer wechselt. Der steht normalerweise auf Auto, wie Automatik. Da sucht sich die Lok automatisch den richtigen Stromabnehmer aus. Ich kann ihn aber auch mit der Hand wechseln. Das mache ich jetzt mal. Momentan ist der hintere Stromabnehmer oben. Und der hier über mir, der liegt auf dem Dach. Ich kann jetzt mal diesen hier aktivieren. Der wird mit Luft hochgepresst. Und dann hören wir uns das mal an, wie sich das im Maschinenraum anhört. So, jetzt geht der hier hoch. Ich gehe mal nach hinten, weil der knallt nämlich gleich aufs Dach. Dann können wir uns das mal anhören, wie sich das anhört. Okay, das war's. Also er hat die Luft rausgelassen aus dem Zylinder, der den Stromabnehmer oben an die Fahrleitung drückt. Und dann kam er runter aufs Dach. Wir schauen uns das Ganze nochmal von außen an und dann seht ihr mal diesen Wechsel. So, habt ihr das auch mal gesehen? Und warum der eine Stromabnehmer erst dann runtergeht, wenn der andere oben ist, das hat einen ganz einfachen Grund, damit die Lok immer unter Spannung steht. Denn wäre es andersrum, ne, dann wäre ja zwischen dem Stromabnehmerwechsel einfach mal so eine Lücke und dann wäre die Lok ohne Strom da. Und das ist für eine E-Lok ganz traurig. Okay, tschüss!